Die Weihnachtsgeschichte. Vor langer, langer Zeit, vor über 2000 Jahren, herrschte der mächtige Kaiser Augustus fast über die ganze Welt. Sein Reich war so groß, dass er gar nicht wusste, wie viele Menschen eigentlich darin lebten. Deshalb befahl er, dass jeder, ob Mann oder Frau, dorthin gehen sollte, wo er geboren worden war. Da sollte jeder seinen Namen aufschreiben lassen, damit die Beamten des Kaisers sie zählen konnten. Zu dieser Zeit lebten im großen Reich des Kaisers in dem kleinen Ort Nazareth in Palästina der Zimmermann Josef mit seiner Frau Maria. Sie lebten in einfachen und bescheidenen Verhältnissen und sie war schwanger. Weder auf Expedia noch auf Booking.com war eine Unterkunft zu finden. Beide stammten aus dem kleinen Ort Bethlehem. Dorthin gingen sie nun, um sich zählen zu lassen. Es waren aber so viele Leute nach Bethlehem gekommen, dass Josef und Maria nirgends ein Bett finden konnten. Doch hinter einer Herberge fand Josef einen kleinen, armseligen Stall. Hier fanden beide inmitten von wärmenden Tieren einen Unterschlupf. In dieser Nacht geschah dann das Wunderbare. Maria brachte einen kleinen Jungen zur Welt. Dieses Kind war kein gewöhnliches Kind. Es war der Sohn Gottes. Maria wickelte ihr Kind in Tücher, die sie in ihrem Gepäck hatte. Dann legten die Eltern es in die leere Futterkrippe, die Josef mit Stroh weich ausgepolstert hatte. Der Ochse und der Esel sahen zu und bliesen ihren warmen Atem über das Neugeborene, damit es in der Nacht nicht fror. Noch schliefen alle Leute im Ort, auch die Hirten, die draußen bei ihren Herden lebten. Plötzlich wurden sie wach und rieben sich erstaunt die Augen. Es war plötzlich so, als ob mitten in der Nacht die Sonne aufging. Sie bekamen Angst und wären am liebsten fortgelaufen. Doch da hörten sie auf einmal die Worte eines Engels. Fürchtet euch nicht. Ich habe eine frohe Nachricht für euch und für die ganze Welt. In dieser Nacht ist in eurem Stall in Bethlehem ein Kind geboren worden. Dieses Kind wird einmal Herr über die ganze Welt sein, wird Frieden auf die Erde bringen. Und alle Menschen werden froh und zufrieden sein. Wir hoffen, dass unsere Weihnachtsgeschichte erfreut. Denn wer Freude gibt, wird Freude empfangen. In diesem Sinne ein schönes, friedliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben, der Sängerfestverein Finsterwalde.